Auch wenn Mallersdorf-Pfaffenberg erst die dritte Station unserer Schultour war, wir sind doch schon jetzt einigermaßen beeindruckt, was die niederbayerischen Schulen da immer auf die Beine stellen, wenn wir vorbeikommen. Nach den bisherigen Musical-, Kletter- und Physikvorführungen hat uns das Burkhardt-Gymnasium mit einem richtig guten Streichquartett überrascht. Die Musik ist sehr wichtig. Wir sind kein musisches Gymnasium, aber wir haben ganz viele Schüler, die da aktiv sind. Wir haben auch viele Musiklehrer, die da sehr engagiert dahinter sind. Bei uns ist es wichtig, dass wir eine breite Basis haben, aber auch, dass wir Spitzenleute haben, die natürlich schon vorher was gemacht haben, von den Eltern unterstützt und gefördert oder auch durch die Kreismusikschule, mit der wir eine Kooperation an der Schule haben. Solche Zugpferde bringen uns natürlich insgesamt in der Qualität deutlich weiter. Mir macht es einfach Spaß und ich finde es eine tolle Beschäftigung und man sieht ja auch immer mehr, wie man sich steigert. Ich finde es eigentlich auch ziemlich genial, weil es gibt halt Big Band und Orchester, also es ist sowohl Streicher als auch Bläser gefördert werden und ja, also ich habe dann auch noch in der Bläserklasse angefangen, in der 5. und das ist natürlich auch nochmal eine tolle Möglichkeit, wenn man am Gymnasium ein neues Instrument lernen kann. Obwohl das Burkhardt-Gymnasium keinen eigenen musischen Zweig anbietet, hat die Musik an der Schule doch einen hohen Stellenwert. Die vier jungen Damen des Streichquartetts zum Beispiel spielen sogar in einem niederbayernweiten Orchester, der Jungen Philharmonie Ostbayern. Und natürlich sind sie auch in den 6 schuleigenen Konzerten zu hören. Das sind 2 Konzerte an Weihnachten, 2 vor Ostern als sogenannte Kammerkonzerte, wo eben diese kleinen Gruppen dann auftreten. Und zum Schuljahresende 2 große Sommerkonzerte, jeweils unterteilt in Jahrgangsstufe 5 bis 8 und 8 bis 12. Dazu steht nicht nur die Musik, sondern auch der Sport in Mallersdorf-Pfaffenberg hoch im Kurs, zum Beispiel als Stützpunkt für Fußball. Generell versucht das Gymnasium breit aufgestellt zu sein, im Bereich Sprachen, mit Schüleraustauschen, in den Naturwissenschaften und auch in der Mathematik. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für ein Gymnasium, das hier in der Region ja so alle Schüler versorgen muss, dass wir da viel anbieten, in alle Bereiche reingehen und auch in allen Bereichen gut sind. Also ich finde, es gibt ganz tolle Lehrer und es wird auch viel gefördert. Also wenn man jetzt sich auf irgendwas spezialisiert, dass das halt auch gefördert wird. Also es gibt so viele Angebote, dass für jeden alles da ist, also von Musik zu Sport und auch, wir haben eine super Bibliothek, wo regelmäßig neue Bücher ankommen und das ist für Bücherliebhaber wie ich sehr schön. Der Unterricht ist interessant, man lernt viel, teilweise zu viel, aber ist halt Schule und in Sport reichhaltiges Angebot, also sehr gut. Ich bin voll gern hier, weil es gibt halt auch voll Naturwissenschaftliches und da ist halt eigentlich die Schule ist gut ausgestattet, finde ich. Es sind nette Lehrer und also auch die Musikabteilung ist halt gut ausgestattet und es macht einfach Spaß hier. Rund 750 Schüler werden derzeit am Burkhardt-Gymnasium unterrichtet und einige davon haben am Donnerstag auch bei uns in der Aula vorbeigeschaut. Zu sehen gab es wieder 2 kleine Erklärfilmchen und auch ein paar generelle Infos zum Regionalfernsehen von DonauTV-Moderator Manuel Krüger. Und wie an den anderen Schulen haben wir natürlich auch in Mallersdorf-Pfaffenberg noch einen Fernsehworkshop angeboten. Zum selber Kamera ausprobieren und auch selber vor der Kamera stehen. Danke nochmal an alle, mit denen wir an diesem Donnerstag Spaß haben durften. Und wir freuen uns auch schon wieder auf unsere nächste Station. Genau in einer Woche sind wir dann zu Besuch an der Realschule in Osterhofen.